Sonntag, 6. September 2015. 6.515 Zuschauer fiebern in der GTEC Arena der ersten großen Standortbestimmung gegen einen Top-Club der Liga entgegen. Die Rhein-Neckar-Löwen, Vorjahresvizemeister, sind zu Gast und bei Stefan Michme am Mikrofon. Was müssen wir denn als SCM heute besser machen? Das ist eine gute Frage. Erstmal müssen wir unseren Job erledigen. Und ich glaube, Magdeburg hat sich die letzten Jahre stetig gesteigert, haben sich dieses Jahr auch wieder super verstärkt. Und in Magdeburg gewinnt man nie im Vorbeigehen. Und man ist in Magdeburg auch nie Favorit. Wir wissen, dass es schwer genug wird. Aber wir gucken nicht auf Magdeburg, sondern auf unser Spiel. Das wollen wir durchbringen. Und dann haben wir sicherlich eine Chance heute. Aber einfach wird es auf keinen Fall. Bei dir habe ich Stirne runzeln gesehen, Steffen. Was gibt es aus der Mannschaft zu berichten? Ja, wir haben leider einen kurzfristigen Ausfall von Marco Beschak zu verzeichnen. Der hat sich leider gestern erkrankt. Hat eine Nasennebenhöhlenentzündung und kann heute leider nicht mitmachen. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, werden wir sowieso mit viel Leidenschaft, wollen wir heute mit viel Leidenschaft spielen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel eigentlich, um auch diese starken Löwen zu besiegen. Dann die Auslosung der Achtelfinalpaarungen für den DHB-Pokal. Und der SCM muss zum TuS Nettelstedt-Lübbecke. Wenn schon kein Heimspiel, dann doch bei allem Respekt zumindest lösbar. Und der trifft in Runde 2 auf den SC Magdeburg. Und ich glaube, man hört auch, wenn der Wunsch nach einem Heimspiel nicht in Erfüllung gegangen ist, aber mit dem Gegner können die Magdeburger Fans hier ganz gut leben. Der Jubel war groß. Zurück zum Spiel. Der letzte Sieg gegen die Löwen datiert von 2010. Es soll wieder ein Heimsieg her. Der SCM geht gleich im ersten Angriff in Führung. Die Löwen gleichen jedoch aus. Super Parade Dario Quenstedt und im Gegenzug dann Robert Weber mit dem 3:2. Und wieder Dario. Und dann Michael Damgaard mit dem 4:2. Der SCM jetzt 2 vor. Nach knapp 9 Minuten steht es 6:3 durch Andreas Rojewski. Finn Lemke spielt. Auszeit der Löwen, die Halle bebt. Die Auszeit hat nichts genützt. 8:3 durch Robert Weber. Der SCM ist 5 vor. Das sieht gut aus. Dafür gab es Gelb für Finn Lemke und 7 Meter. Uwe Gensheimer verwandelt. 8:6. Dafür gab es wieder einen 7 Meter für die Löwen. Yannick Green kommt ins Magdeburger Tor, aber Gensheimer erneut sicher. 24. Minute. So sah es einmal öfter im Spiel aus. Dario Quenstedt hält und Matthias Musche vollendet. 11:9. Dario macht den Kasten dicht. Es folgt das 5. Tor von Michael Damgaard. Und was für eins. Doch in der 29. Minute passiert es. Ausgleich für die Löwen. Dennoch, Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erhöht Robert Weber auf 14:12 und besorgt damit den Halbzeitstand. In der 38. Minute dann der Anschlusstreffer durch Pettersson. Ein sehenswerter Dreher. Der SCM jetzt in einer kritischen Phase. Die Abwehr der Löwen packt zu. Das Spiel ist spannend und ausgewogen. Sjelko Musa, obwohl sie an ihm dranhängen, machte die Führung 18:17. Erneuter Ausgleich, die Löwen finden die Lücke 18:18. In der 49. Minute dann die erste Führung der Löwen. Parade Dario Quenstedt und 7 Meter für die Löwen. Und zuvor die Parade von per 7 Meter bringt Uwe Gensheimer die Löwen mit 2 nach vorn. Matze Musche trifft sehenswert zum 20:21. Sjelko Musa trifft in der 56. Minute nach dem Zuspiel von Fabian van Olfen zur erneuten Führung 22:21. Ausgleich durch Patrick Grötzky 22:22. Beim Stand von 23:23 heißt es 7 Meter für den SC Magdeburg. Robert, mach es! Nein, die Nerven versagen. Die Löwen haben jetzt Zeit, viel Zeit. Da ist das 23:24, wenige Sekunden vor Schluss. Ein letzter Freiwurf, Damgaard ohne wirkliche Chance, schade SCM. Und hier die Stimmen zum Spiel.
ganz hart umkämpft heute das Spiel. Wir sind ganz, ganz schwer ins Spiel reingekommen. Da hat uns der SCM schon ein bisschen überrollt, auch in den ersten Minuten. Haben uns dann zum Glück stabilisiert zur Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit wirklich vor allem in der Defensive ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann am Ende natürlich, wenn man so knapp gewinnt, dann war es auch glücklich. Zu dir selber von außen, hattest du ein paar Probleme mit Dario, dem Torwart aus der Nationalmannschaft? Ja, absolut. Ja. Ich glaube, wenn ich heute alle Bälle reinmache, dann sieht es schon vielleicht ein bisschen früher auch deutlicher für uns aus. Und logisch, solche Spiele gibt es auch. Und habe ich mich auch schon bei dem einen oder anderen entschuldigt ein bisschen. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es zum Glück aufgefangen und auch mal so ein Spiel von mir dann. Waren das heute für euch Big Points? Das war ja der Showdown-Tag der großen Vier. Siehst du es so als Big Point? Immer wenn man in Magdeburg gewinnt, ist ein Big Point, weil hier werden ganz viele Mannschaften, alle Mannschaften der Bundesliga, werden es hier ganz, ganz schwer haben, weil der SCM eine richtig starke Mannschaft hat und zusammen mit der Kulisse unglaublichen Druck aufbauen kann. Und deshalb ist immer, wenn man hier gewinnt, ein richtiger Big Point und das ist absolut für uns heute. Es war ein ausgeglichenes Spiel die ganze Zeit und es hätte so und so ausgehen können. Die Löwen, hat gerade der Patrick Götzki gesagt, die sind ganz schwer ins Spiel gekommen gegen euch. Hattest du den Eindruck, so wie die erste Halbzeit lief, die Löwen sind zu packen, absolut heute? Ich wusste mal vor dem Spiel auch, dass die Löwen zu packen sind. Und du weißt, dass jeder Gegner schlagen kann, deswegen, und da musst du auch dran glauben. Und gut, dass wir, das war ein guter Start von uns. Das war eigentlich auch der Grundstein unseres Spiels. Wir waren über große Strecken des Spiels waren wir in Führung. Haben es dann am Ende, glaube ich, kräftemäßig nicht über die Runden gebracht. Die war sehr, sehr starke offensive Deckung. Ob ich da letzte Chance hatte oder nicht, das Spiel dauert 60 Minuten. Klar, hätte ich den gerne selber reingemacht. Wie gesagt, wir haben allgemein in der zweiten Halbzeit zu wenig Druck hinbekommen und haben einfach, glaube ich, nur 9 Tore geschafft in der zweiten Halbzeit. Das ist einfach, um ein Heimspiel zu gewinnen, zu wenig. Und Deckung, ich sage 23 oder 24 Gegentore zu Hause, ist super, vor allem gegen eine Mannschaft wie die Löwen. Also da kann man nichts sagen, aber wie gesagt, vorne hat uns einfach, meiner Meinung nach, auch Marco Besak sehr gefällt heute. Der Marco hat gefehlt mit seinen schnellen Beinen oder so. Hat euch da auch ein bisschen das Tempo gefehlt im Angriff? Ja, allein natürlich. Erstens das und zweitens alleine diese Durchschlagskraft, was er im 1 gegen 1 hat. Da reißt er viel mehr Lücken und hin und her. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wie du sagst, über weite Strecken. Dario hält super hinten. Die Deckung, wie gesagt, nur 24 Gegentore, ist spitze. Vorne hat halt am Ende, ist meiner Meinung nach, ein bisschen die Kraft gefehlt, um eben die starke 1-5 oder 3-3 oder was die Löwen da gespielt haben, die zu knacken, hat es am Ende dann ein bisschen gefehlt.